Du hast es fast geschafft. Hallo. Ich bin eure neue Lehrerin. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe noch Zeit dafür. Oh, was für ein Zappel, Philipp. Was ist das? Handys sind im Unterricht verboten. Hast du das verstanden? Das wird ja eine Lehre sein. Sie hat es ruiniert. Oh, du willst etwas sagen? So unhöflich. Lass deinen Atem lieber zu Hause. Da hast du es. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Oh, sie ist so furchterregend. Hey, du willst es ja nicht anders. Wer ist denn da? Oh, störe ich etwa? Ah, du bist es. Komm rein. Puh, das war knapp. Komm näher. Ich habe eine Überraschung. Hallo alle zusammen. Warum ist sie so glücklich? Ihr werdet jetzt zusammenarbeiten. Ich freue mich, so alle kennenzulernen. Sie nervt mich schon. Ich muss jetzt gehen. Kinder, was ist los mit euch? Kein Lächeln? Stimmt etwas nicht? Ich muss sie loswerden. Nimm das. Das ist viel bequemer. Toll. Sei nicht traurig. Spiel lieber. Juhu, danke. Baby, was ist mit dir? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde dir nicht wehtun. Hier, nimm etwas. Danke, Miss Betty. Lecker. Das ist schon besser. Miss Betty, du weißt doch, dass ich die beste Lehrerin bin, oder? Leg dich nicht mit mir an. Wow, darf ich mir das mal ansehen? Das wird das Letzte sein, was du siehst. Das... Oh, was für ein süßer Organizer. Lass mich etwas hinzufügen. Das wird dir gefallen. Hm. Bleib lieber weg von mir. Miss Delight, warum so ernst? Komm schon. Fass es nicht wieder an. Wie du meinst. Und jetzt? Die Glocke? Uhu, Pausenzeit. Was ist das? Gut. Sieht aus, als hättest du Glück gehabt. Uhu, ich habe es geschafft. Schau dir diesen Ball an. Schau dir den Hattrick an. Oh nein. Pass auf, wohin du wirfst. Das wird nicht noch einmal passieren. Das war mein Lieblingsball. Ich sehe, es gibt noch einen Anwärter. Mein Ball. Verabschiede dich von ihm. Oh nein. Was hast du vor, Miss Delight? Sei ein braves Hündchen. Oh nein. Geschafft. Danke, Miss Betty, du hast mich gerettet. Du bist unsere Heldin. Ach, komm schon. Wirst du den Ball fangen? Cool. So. Oh, so geht das nicht. Gib mir eine Minute. Puh. Komm, aufgeblasen. Hier, bitte sehr. Miss Betty, du bist so cool. Ich verstehe nicht. Was ist hier los? Bitte werde nicht wütend. Es ist so unheimlich. Ah, was? Alle sind weggelaufen? Du willst hier alles kaputt machen? Du hast vergessen, wer der beste Spieler ist. Okay, lass mich dich daran erinnern. Mal sehen, was du kannst, Betty. Attacke. Nun, sie hat es so gewollt. Was? Sie hat es getan. Das ist noch nicht alles. Oh. Hoppy, wo willst du hin? Oh nein, sie hat mich bemerkt. Der Unterricht ist noch nicht vorbei. Du hast deine Note vergessen. Nur keine 6. Du kannst gehen. Toll, genau das, was ich brauchte. Jetzt werden alle über mich lachen. Was? Sie malen? Komm rein, Hoppy. Wir haben schon auf dich gewartet. Oh, wir malen hier aber nicht auf den Gesichtern. Du kannst dich hinsetzen. Ah, gut gemacht, Catnap. Dankeschön. Ich habe die nette Miss Delight gezeichnet. Ich auch. Sie hat mir einen Knochen gebracht. Toll. Und wie geht es dir? Nichts klappt. Das ist definitiv nichts für mich. Warum bist du nervös? Vielleicht sollten wir es mit Ausmalen versuchen. Wow, das ist toll.
Nur, shh, ich mache es perfekt. Was hast du bekommen? Schau, Misty Light mit einer Karotte. Ausgezeichnete Arbeit. Du hast Talent. So, der Unterricht ist vorbei. Ihr könnt in die Pause gehen. Cool. Danke, Miss Betty. Ich bin bei dir. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Es ist Zeit, die Noten für die Tests zu verteilen. Eine 6. Was würde ich nur ohne dich tun? Nimm das. Und zum Nachtisch. Moment mal, was ist das? Was? Bin ich das? Mit einem Knochen? Wo ist meine Tasche? Oh, da ist sie ja. Hallo, Misty Light. Na, hallo. Stell dir vor, du bist eine Muse. Die Kinder haben dich gezeichnet, es war so schön. So ist es. Oh, wer war das? Hey, lass mich raus. Hey, Hilfe! Was soll ich tun? Ich habe eine Idee. Dieser Bleistift kommt mir gerade recht. Ich werde ganz schnell von hier verschwinden. Es hat nicht geklappt. Warte doch mal. Ich glaube, ich habe das Schloss gefunden. Leute, ich brauche wirklich eure Hilfe. Bitte like dieses Video, dann öffnet sich das Schloss. Hilf mir rauszukommen. Es fehlen nur noch ein paar Likes. Wuhu, es hat geklappt. Ihr seid unglaublich, ich danke euch. Komm schon, komm rein. Schneller, los geht's. Habt ihr niemanden vergessen? Jetzt bin ich dran. Na gut, okay. So ist es besser. Heute modellieren wir. Es ist zu kalt. Du hast nicht gesagt, dass es heute schneien würde. Oh ja, hier ist deine Modelliermasse. Versucht sie zu knicken. Mach schon. Es ist zu kalt. Die Zeit drängt, beeilt euch. Wie sollen wir damit Bildhauerei betreiben? Es ist härter als Stein. Vielleicht sollte ich es erschrecken. Die Zeit wird knapp. Oh, und ich kann nicht mal reinbeißen. Was sollen wir damit machen? Mach mich auf. Ich werde dir helfen. Wirf die Modelliermasse. Direkt zu dir? Ja. Misty Light, schau mal. Was ist da? Es hat geklappt. Wirf die Modelliermasse in den Rucksack. Schneller. Wir haben es geschafft. Und was sollte ich da sehen? Leute, hier bin ich. Ich habe einen Schweißbrenner dabei. Wow. Ist da wieder etwas? Ist sie wirklich zweimal darauf reingefallen? Eure Spielsachen sind fertig. Sie sehen aus wie ihr, was? Nehmt sie mit. Da ist nichts. Das ist alles. Viel Glück. Es ist so cool geworden. Ja. Ach, wirklich? Das ist der letzte Strohhalm. Gebt eure Arbeit ab. Zeig mal her. Unmöglich. Worüber freust du dich denn so? Gib sie mir. Wie haben sie das nur geschafft? Ich wusste gar nicht, dass du so ein Angsthase bist. Habt ihr Spaß hier? Mal sehen, wer lacht. Das Ende des Unterrichts. Ihr könnt gehen. Das war's. Mach dich auf eine Niederlage gefasst. Miss Betty, wir glauben an dich. Das wird dir nichts nützen. Das werden wir ja sehen. Wir glauben an dich. Du wirst gewinnen. Keiner hat mich je geschlagen. 3 Punkte. Ja. Warum so still? Was? Wo ist Betty? Volltreffer. Wuhu. Nicht schlecht, oder? Du hast es so gewollt. Hast du nicht getroffen? Jetzt bin ich dran. Miss Betty? Hallo alle zusammen. Nicht das. Oh. Geht es dir gut? Nichts Ernstes. Bist du verletzt? Mach dir keine Sorgen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Lehrerin macht den Schülern das Leben schwer. Ich kann das nicht ohne dich regeln. Beeil dich.
Hallo alle zusammen. Hier ist eure neue Lehrerin. Ich bin Miss Betty. Und wer ist das? Hallo, Kollege. Bitte begrüßen Sie Miss Betty. Ich hoffe, ihr werdet Freunde. Schön, dich kennenzulernen. Ich lasse dich hier und wünsche dir einen schönen Tag. Wie geht es dir? Einfach wunderbar. Oh nein, mein armes Telefon. Nicht weinen. Willst du ein neues Telefon? Nimm das. Wow, es ist ja noch cooler als das alte. Nein, keine Telefone. Nicht schon wieder. Schau, da ist noch eins. Danke. Okay, Leute, ich hoffe, wir können Freunde werden. Wie wäre es mit einem Test? Fangen wir an. Das ist für dich. Nimm dir Zeit. Ich bin sicher, du schaffst es. Macht euch keine Sorgen, ihr habt 15 Minuten Zeit. Das ist zu viel. Es scheint, als würden sie nicht hinsehen. Ich glaube, ich höre etwas. Ist das ein Spickzettel? Gib ihn mir. Was für ein schlechtes Timing. Ich kann es nicht glauben. Siehst du das, Betty? Es tut mir leid. Oh nein, ich schicke euch alle zum Direktor. Oh, ich habe eine Idee. Die erste Antwort ist C. Kann sie jeder sehen? Danke, Miss Betty. Ihr werdet alle von der Schule geschmissen. Du bist irgendwie verdächtig. Die zweite Antwort ist A. Aha, ich hab's. Du machst das so toll. Wow, was war das? Okay, ihr Lieben, es ist Zeit, mir eure Tests zu geben. Wow, ein tolles Ergebnis. Wer ist der Nächste? Wow, alle Antworten sind richtig. Wuhu, du bist die Beste. Für wen hält sie sich eigentlich? Das ist inakzeptabel. Steht gerade. Heute steht ihr vor einer wichtigen Herausforderung. Eure Zukunft hängt von dieser Prüfung ab. Wer ist der Erste? Vielleicht fangen wir mit dir an? Nein. Mit dir. Okay, wie viele brauchen wir? Wow, das habe ich nicht erwartet. Ich kann das schon lange. Genug. Hör auf zu springen. Das ist lästig. Versuch es mit einem Seil. Ich will das sehen. Ernsthaft? Gut. Oh, ist das schwer. Haha, das war wirklich lustig. Geh zurück. Was kannst du sonst tun? Oh, ich weiß. Schreib es auf. Das neue Thema? Das Kreuzheben. Du, komm schon. Und sei vorsichtig. Ist das wirklich das Schulprogramm? Ich kann das nicht heben. Okay, hör auf. Arme Langhantel. Jetzt du, steh auf und schau. Ich zeige dir, wie man es macht. Oh, das ist echte Power. Ist das klar? Hey, Leute. Nur nicht das. Ups, Entschuldigung. Was für eine Schande. Psst, Leute. Aber wisst ihr, das ist wirklich lustig. Ich habe etwas viel Interessanteres für euch. Lasst uns das Seil dekorieren. Du hast mich wütend gemacht. Oh nein. Lehrer zertrümmern. Ah. Gib's mir. Tau ziehen. Steht auf, Leute. Du kannst alles zusammen machen. Ich werde dich trotzdem besiegen. Gebt nicht auf, Leute. Das wird dir nicht helfen. Wow, sie ist so stark. Leute, bitte like dieses Video, damit wir sie besiegen können. Und wer zieht? Und noch ein paar Likes, bitte. Ich schaffe es nicht mehr. Das war's. Das Spiel ist aus. Ihr werdet alle eine 6 bekommen. Bitte nicht. Vielen Dank. Wir fühlen uns so stark. Jetzt werden wir bestimmt gewinnen. Halt dich fest, Baby. Nur noch ein bisschen mehr. Wir haben es fast geschafft. Wow. Und 1 und 2. Wuhu, wir haben es geschafft. Das werde ich nicht vergessen. Wuhu, lass uns umarmen. Na, na, na. Keiner ist da. Perfekt. Wir müssen uns vorbereiten. Hey, lauf nicht weg. Oder willst du eine 6? Du bist unausstehlich. Fangen wir mit dem Unterricht an. Hm.
Was macht sie da? Mischt die Reagenzien. Ihr sollt eine spezielle Lösung bekommen. Ist das nicht gefährlich? Sieht komisch aus. Schütte mehr hinein. Oh! Es explodiert. Ich gebe dir eine Null. Und mir auch. Hey, okay, gefällt's dir gut? Lass mich dir helfen. Vielleicht solltest du in die Erste-Hilfe-Station gehen. Hier, nimm eine Serviette. Danke, ich kann es selbst machen. Lasst uns die Reagenzien vorbereiten. Ja, super. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht schaffen wird. Oh, und ich weiß, wie ich ihr dabei helfen kann. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Oh, oh, was war das? Oh, es tut mir so leid. Die Stunde ist ruiniert. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Ich schlage vor, du hörst auf. Und schneller. Leute, ich habe eine Idee. Wir können es aus dem machen, was wir zur Hand haben. Nun gut, es sollte reichen. Mixen und umrühren. Erstaunlich. Jetzt nehmen wir die Flasche in die Socke. Ich bin sicher, dass es Ihnen gefällt. Lege die Socke in die Seifenlauge. Wow, so cool. Einfach unglaublich. Mache die Seifenblasen. Das ist so cool, Miss Betty. Na, was meint ihr? Das sind definitiv 10 Punkte. Wow, ich bin so froh, dass es euch... Unser Skelett besteht aus einer großen Anzahl von Knochen. Wie ein Schädel. Es ist Zeit, deine Knochen zu sortieren, Betty. Komm her, Skelly. Nur noch eine Kleinigkeit. Eine Antenne. Radialknochen. Oh, du hast uns eine Schaufensterpuppe mitgebracht. Kein Problem, Kollegin. Raus hier. Das ist der beste Platz zum Zuschauen. Die Wirbelsäule besteht aus verschiedenen Abschnitten. Und sie hält uns aufrecht. Es ist Zeit für Skelly. Lasst uns mit unserer Show beginnen. Und jetzt volle Kraft voraus. Oh, was ist hier los? Ist er am Leben? Das ist erst der Anfang. Hilfe! Das ist urkomisch. Aber das ist es. Komm zurück, hast du es gesehen? Das ist so lustig. Was ist mit ihr los? Was für eine Lektion. Okay, das war's. Jetzt wird's ernst. Wir machen einen Test. Es ist Zeit, meine Zauberbrille auszuprobieren. Okay, Leute, Zeit. Fangt an. Die Zeit ist um. Ich muss eure Arbeiten einsammeln. Ich bin noch nicht fertig. Das ist mir egal. Deine Zeit ist um. Warte. Hast du im Unterricht geschlafen? Jetzt komm schon. Oder was? Gib es mir. So ist es besser. Ich hoffe, das ruiniert nicht deine Noten im Quartal. Eine 6. Der nächste. Puh, das ist so anstrengend. Ich bin zu erschöpft, um Ihnen noch schlechte Noten zu geben. Oh, meine Hand ist taub. Ich habe eine Idee. Das wird alles einfacher machen. Ich bin einfach ein Genie. Jetzt ist es das reine Vergnügen. Nun kann ich das Magazin lesen, während ich Ihnen Ihre Sechsen gebe. Was ist hier los? Ich gebe Noten. Was für ein Albtraum. Nur Sechsen? Das ist unmenschlich. Ich muss das stoppen. Ich muss den Stempel ersetzen. Ich glaube nicht, dass sie es merken wird. Einfach toll. So, das war's. Zeit, die Werke zu verteilen. Viel Spaß. Wuhu! Schau mal, was ich habe. Worüber sind sie glücklich? Hier stimmt etwas nicht. Moment mal. Einsen? Wer gibt sie zurück? Betty, sie hat das getan. Wie kann sie es wagen? Ah, Betty! Ich glaube, es hat funktioniert. Tschüss! Und alles für die Prüfung lernen, ist das klar? Du gehst in den Prüfungsausschuss. Los geht's. Bitte nicht. Ich doch nicht. Willst du eine 6? Bitte beruhige dich. Wirst du mich unterrichten? Natürlich nicht.
Da du so schlau bist, gehört die Stunde dir. Oh nein! Okay, was haben wir denn hier? Wow, das ist zu kompliziert. Fangen wir mit etwas Einfacherem an. Wer hat Lust zu antworten? Ach, komm schon. Okay, das sieht einfach aus. Hab keine Angst, wie viel ist 2 plus 2? Ich weiß es nicht. Oh oh, mach dir keine Sorgen. Wenn du 2 Twixes hast, wie viele Stäbchen hast du? 1, 2, 3, 4. Genau, das sind 4. Braves Mädchen. Hier ist deine Note. Nicht ins Gesicht. Natürlich nicht. Ich mache einen Test damit, okay? Wuhu! Ich hänge es an den Kühlschrank. Willst du einen Twix? Ja. Aber es ist leer. Oh nein. Aber wie ist das passiert? Ja. Ich will es auch wissen. Und jetzt hast du keine Schokolade mehr. Eigentlich gibt es eine Regel. Keine Süßigkeiten. Hast du es gehört? Puh, das ist eine Regel für die Schüler, nicht für den Lehrer. Reg dich nicht auf, Baby. Wir haben es nur nicht gewusst. Und danke für die Schokolade. Das ist für die Lehrerin des Jahres. Mich. Ich gewinne diesen Titel jedes Jahr. Eine echte Königin. Geht es dir gut? Es ist schlimm, so grausam zu sein. Ihr seid alle mittelmäßig. Aber wenn ihr versucht, auch nur ein kleines bisschen Talent herauszukitzeln, gebe ich euch vielleicht eine 3. Ihr habt Glück, ich werde eure Muse sein. Gern geschehen. Fang an. Okay. Ich bin eine Göttin. Ich werde mit der Warze anfangen. Wie geht's dir? Oh, haben wir schon angefangen? Was? Das ist Kunst. Das? Was ist das für ein Dreck? Warum bin ich blau? Sei nicht beleidigt, ich sehe das auch so. Unsinn. Ich muss das zerstören. Das ist eine 4. Bitte. Wie bitte? Sei nicht so streng. Sag mir nicht, wie ich unterrichten soll. Sie ist so nervös. Baby, nicht weinen. Hör nicht auf sie. Du bist sehr talentiert. Ich habe eine Idee. Wo ist sie? Ich bin hier. Und ich bin dein neues Model. Hast du mich erkannt? Du hast mich gezeichnet. Hey, sei nicht traurig. Lass uns glücklich sein. Du bist so cool. Bitte komm öfter zu uns. Mit großer Freude. Komm zu uns. So cool. Was ist hier los? Das ist ein Albtraum. Hey, ich kann dich nicht hören. Wir sind hier nicht im Zirkus. Hoppla. Mit einem Hoppla kommst du nicht durch. Das sollte jeder sehen. Lass los. Gib es zurück, sofort. Du warst es also? Das ist witzig. Ich wusste nicht, dass Miss Phoebe eine Ringerin ist. Wow, es hat sich so schnell verbreitet. Oh, sie kommt. Verstecken wir uns. Worüber kichert ihr? Wir waren still. Ich behalte euch im Auge. Ist es ein Telefon? Habt ihr die Regeln vergessen? Keine Telefone. Womit sind die jungen Leute beschäftigt? So lustig. Was für ein Gesicht. Ich kann einfach nicht. Das sind meine besten Fotos. Die sind überhaupt nicht lustig. Oh doch. Ich werde eine Bestellung aufgeben. Hallo, Chimcheck-Lieferung? Ich bin schon da. Toll, ich bezahle mit Karte. Warte, das ist mein Telefon. Jetzt aus den Augen. Böser Schüler, dazu hast du kein Recht. Hey du, Menschenrechtsaktivist. Willst du noch mehr Probleme? Jeder, der meine Regeln bricht, muss bestraft werden. Denk jetzt über dein Verhalten nach. Du hast es sowieso nicht eilig. Du kannst anfangen, das zu lösen. Ganz einfach. Mach die Augen auf. Das ist eine Menge Arbeit. Du hast 5 Minuten Zeit. Wirklich? Ich kann es nicht entfernen? Aha, ich hab's. Leute, bitte like dieses Video, damit ich hier rauskomme. Ich flehe euch an. Moment mal, willst du den Unterricht verpassen? Hey, wage es nicht, ihr zu helfen. Das erlaube ich dir nicht. Oh. Bitte nur noch ein bisschen mehr und ich kann mich befreien. Ich flehe euch an. Wuhu, ihr seid die Besten. Endlich bin ich frei. Bis dann, Miss Phoebe. Puh, Likes sollten auch verboten werden. Wow, alles ist so bunt und interessant. Was meint ihr? Lasst uns ein Experiment machen. Mischt etwas Zitronensäure und die Kochsalzlösung zusammen. Ist das eine Lektion? Da hast du es. Was soll ich noch hinzufügen?
Oh, ich weiß was. Die Mischung sieht stabil aus. Das wird nicht lange halten. Baby, ich habe eine besondere Zutat. Oh ja. Mal sehen, was du jetzt zu sagen hast. Oh, oh. Was ist passiert? Nur das nicht. Was für ein Gesicht. Ich kann nicht. Ich muss es ausmachen. Chum-chick. Puh, ich hab's geschafft. Pöbel? Betty? Das werde ich dir nicht verzeihen. Ich werde mich beim Lehrerrat beschweren. Du wirst gefeuert. Sie scheint nicht glücklich zu sein. Leute, ihr könnt jetzt zum Mittag essen. Guten Appetit allerseits. Guten Appetit, Fräulein Betty. Wer war das? dieser Burger. Stimmt etwas nicht? Oh. Baby, du hast kein Essen? Sei nicht sauer. Ich werde es mit dir teilen. Lass uns tauschen. Machst du Witze? Vielen Dank. Iss, Baby. Meine Stimme ist für Betty. Betty, das ist jetzt meine Stunde. Gib mir den Stuhl. Was ist das? Das geht nicht. Es scheint, als wollten sie mir den Sieg wegnehmen. Entschuldigung, erinnerst du dich an die Regeln? Kein Essen. Das ist keine Kantine. Es ist meine Schuld. Hier, ich bin heute großzügig. Ist das alles? Ja, ich fühle mich wie eine Ziege. Es war köstlich. Ich hasse Salat. Okay, lass uns weitermachen. Ich hab's mir gemerkt. Stopp. Keine Süßigkeiten. Ich beobachte dich. Ist das klar? Ja, Vöbel. Reg dich nicht auf. Wir werden uns schon was einfallen lassen. Ich werde das Kind nicht hungrig zurücklassen. Ich denke, Fräulein Tausend Regeln wird es nicht merken. Du darfst doch einen Taschenrechner mitnehmen, oder? Wow, Sie sind ein Genie, Miss Betty. Danke. Verstecken. Ich habe meinen Ordner vergessen. Sieh an, sieh an. Warum bist du so glücklich? Wir haben doch jetzt nicht Mathe. Das ist doch nur ein Taschenrechner. Okay. Siehst du? Okay, warte auf die neue Regel. Was für eine gemeine Lehrerin. Hm, so lecker. Puh, das war knapp. Es wird Zeit, die Arbeiten zu überprüfen. Eine 1 plus für alle eure Bemühungen. Ich habe die beste Klasse. Kollegin, was machst du da? Still richtig? Du fühlst dich nicht gut. Lass mich dir helfen. Ich bin schon ganz nah dran. Nun wird's dir besser gehen. Toll. Schüttel mich nicht. Oh nein, die Arbeiten der Jungs. Oh, das ist so traurig. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Glaubst du, das ist alles? Hier, trockne sie. Wie niedlich. Hey, anscheinend lässt es sich nicht einschalten. Das wird lustig. Zeit, sich zu verabschieden. Oh nein. Ich kann's nicht glauben. Du hast es gekauft. Das ist nicht lustig. Ich hätte die Arbeiten der Schüler ruinieren können. Loser. Ich hätte fast einen Rekord aufgestellt. Mir ist so langweilig. Oh, ich bin fast eingeschlafen. Steh auf. Lerne. Ich lasse dich nicht in meiner Stunde schlafen. Lies. Oh, so ruhig. Ohne Bequemlichkeit kann ich nicht schlafen. Das ist besser. Aber ein bisschen kalt. Genau. Ich habe etwas, womit ich mich zudecken kann. Süße Träume für mich. Guten Morgen. Hä? Ich schlafe nicht. Südamerika ist der... Kontinent? Setz dich hin, es ist eine 1. Oh, du. Willst du mich zum Narren halten? Ich hab's nicht einmal versucht. Es scheint niemand hier zu sein. Ich brauche keine Zeugen. Alles klar. Zeit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Das wird sie bestimmt nicht vergessen. Oh ja, das ganze Fläschchen. Komm mir nicht in die Quere, Baby. Ich bin einfach genial. Oh, da kommt jemand. Natürlich, Jeremy, ich rufe dich zurück. Okay, mal sehen. Hey. Ah, das tut so weh. Knöpfe? Ist das ein Scherz? Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade. Viel bequemer. Oh, ein neuer Tag, neue Möglichkeiten. Oh, mein Telefon. Womit ist es bedeckt? Es steckt fest. Komm schon.
Oh nein, es ist ja eklig. Zwei Nullen, Kollegin. Wow. Aber warum? Das ist doch ganz neu. Geh, sonst füllst du diesen Ort mit Tränen. Ich bin immer noch cool. Was? Oh nein. Komm schon. So viel Kleber. Puh. Ah. Warum? Träum nicht mal davon. Der Preis wird mir gehören. Willkommen zum Preis für den besten Lehrer des Jahres. Wir haben zwei Kandidaten. Juhu. Miss Betty, wir lieben dich. Miss Phoebe ist furchtbar. Schauen wir uns die Stimmen an. Oh ja, es scheint, als ob wir den Favoriten schon kennen. Wie fühlst du dich? Bist du besorgt? Wer wird gewinnen? Das werden wir gleich herausfinden. Naja, Phoebe hat dieses Jahr nicht so viel Glück. Das kann doch nicht wahr sein. Schau, Leute, was ist das? Es ist gut, dass ich alles im Voraus vorbereitet habe. Der Klügste gewinnt. Können wir weitermachen? Und wir kehren zu unserer Abstimmung zurück. Es ist an der Zeit, die Stimmen auszuzählen. Los geht's. Ich danke euch. Bald werden wir das Ergebnis erfahren. Ich hoffe, ich habe dieses Jahr Glück. Like dieses Video, wenn du das Endergebnis erfahren willst. Juhu! Das kann nicht sein. Das ist ein Irrtum. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Das ist unsere Lehrerin des Jahres. Oh, das wirst du noch bereuen. Das ist mein Sieg. Oh nein. Phoebe, lass das. Es ist zu spät. Der Preis sollte mir gehören. Hey, was hast du mit mir gemacht? Du bleibst für ein weiteres Jahr. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Warum starrst du so? Willst du nach der Schule noch bleiben? Was für ein Gesicht. Du hast mich zum Lachen gebracht. An deiner Stelle würde ich nicht so viel lachen. Ich bin ein Superkind. Und was willst du mit mir machen? Chup-chick. Ah. Wow, danke. Du hast mich gerettet. Komm schon, lass uns gehen. Okay. Chup-chick. Wow, wo sind wir? Es ist so toll hier. Pass auf sie auf. Okay, mach ich. Und? Willst du ein Held werden? Ich bin Captain America. Okay, such dir aus, wer du sein willst. Ich möchte wirklich wie sie sein. Toll. Nimm das. Es ist eine Walkie-Talkie-Hülle. Perfekt. Oh ja, Zeit, etwas zuzunehmen. Es ist Flash. So cool. Hallo, neues Mädchen. Warte eine Sekunde. Ich meine, eine Millisekunde. Und jetzt an die Arbeit. Erste Aufgabe. Rennen. Okay, aber pfeif mir nicht ins Ohr. Geh nicht über diese Linie. Wenn ich pfeife, geht's los. Chup-chick. Wow, ich kann nicht mit ihm mithalten. Oh, er ist wie ein Blitz. Hey, bleib nicht zurück. Komm schon. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Das sieht nicht wie ein Heldenanzug aus. Tut mir leid, ich habe noch nichts. Ich habe eine Idee. Probier das an. Das sind Vibraniumschuppen. Es wird dir stehen. Toll. Ich konnte Hongkong schon erreichen. Wo ist sie? Oh ja. Es ist ein bisschen unangenehm in diesem Outfit. Einfach toll. Jetzt lass uns zurück zum Training gehen. Chup-chick. Wow, so viel Energie. Ich kann ewig rennen. Warum werden wir langsamer? Sie ist schnell. Oh nein. Das hätte ich fast vergessen. Und einfach so. Chup-chick. Autsch, warum? Was denkst du? Großartig, ich kann nicht mit dir mithalten. Du wirst eine tolle Ergänzung für das Team. Danke. Was jetzt? Mein Make-up? Toll, davon habe ich schon immer geträumt. Und wo gehen wir jetzt hin? Oh, sei vorsichtig. Sie ist so tollpatschig. Ich glaube, sie ist hier. Oh, das Training, ich bin erschöpft. Sei vorsichtig, die Schurken sind sehr schlau und gefährlich. So langweilig. Hey, ich bin so müde. Lasst uns weitermachen. Der Joker ist besonders gefährlich. Man weiß nie, was man von ihm zu erwarten hat. Oh, jetzt wird's lustig. Wie wär's mit einem kleinen Restyling? Wow, das wird ein Meisterwerk. Habe ich etwas verpasst? Oh nein, sei vorsichtig. Lass uns weitergehen. Brr. Was ist los mit mir? Harley, hast du das gemacht? Das ist ja furchtbar. Hey, ganz ruhig.
Oh du, ich stecke in Schwierigkeiten. Suchst du nach Problemen? Mädchen, wir sprechen dir nach. Ich brauche absolute Ruhe. Und so bedankst du dich bei mir für das Make-up? Ups. Und das wird mit jedem passieren. Lass los, das war ein Scherz. Auszeit. Keiner wird entkommen. Ist das für euch beide klar? Ja, Mütze. Auf jeden Fall. Los geht's. Boom. Huh. Nerd. Oh, das ist viel besser. Ich mag es. Was? Wie hast du das gemacht? Ein Buch über Meerjungfrauen? Ist das Make-up von dort? Kaugummi. Du kennst die Regeln. Oh, du, gemeines Mädchen. Und du? Meerjungfrau. Du siehst toll aus. Du kannst mit der Herstellung deines Anzugs weitermachen. Juhu, die nächste ist Tiara. Ich werde es finden. Verschwende keine Zeit. Lauf. So süß. Also, wer ist es? Wow. Kia. Hallo, Schwester. Ich bin Wonder Woman. Die Anführerin des Amazonas-Stamms. Komm zu mir. Wow. Ich? Okay. Kia. Was denkst du? Kann ich eine Amazone werden? Wie du? Lass uns mit etwas Einfachem anfangen. Wiederhole es. So? Ich kann das nicht. Reg dich nicht auf. Ich weiß Bescheid. Los geht's. Folge mir. Was du für dein Selbstvertrauen brauchst, ist ein Diadem. Gut, dass ich das in Ordnung bringen kann. Fangen wir an. Toll. Wir mischen den Farbstoff mit dem Gel. Los geht's. So schön. Schon schick. Jetzt füllen wir die Form mit unserer Farbe. Das Wichtigste ist, dass du es nicht übertreibst, sonst klappt es nicht. Schritt für Schritt. Wir werden unser Ziel erreichen. So ist es richtig. Die Muschel ist fertig. Toll. Ich bin so stolz auf mich. Weiter geht's mit dem Haarband. Schneide die Form aus einem Stück Foamiran aus. Jetzt wickeln wir es in Stoff ein. Ich glaube, das hier wird dir gefallen. Wunderbar. Klebe die Sockel mit Heißkleber zusammen. Wir wollen nicht, dass es auseinanderfällt. Und das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. So schön. Zeit, es anzuprobieren. Wow, so cool. Wow, es steht dir wirklich. Das ist unglaublich. Ich fühle mich wie eine Heldin. Warte, lass uns deine Kräfte testen. Oh, hallo ihr Schönen. Glaube an dich selbst. Okay, ich werde dir die Macht der Amazonen zeigen. Hast du schon Pläne für heute Abend? Oh nein, du hast mein Herz gestohlen. Willst du mich heiraten? Ich bin überwältigt von deiner Schönheit. Huggy, was ist hier los? Ich warte schon seit einer Stunde auf dich. Oh, du Verräter, das werde ich dir nie verzeihen. Komm mit. Wer hätte das gedacht? Was kommt als nächstes? Armschienen? Wir müssen sie finden. Ups, tut mir leid. Ich muss los. Tschüss. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich hoffe, alles läuft wie am Schnürchen. Jetzt der Superheldentest. Es ist Zeit, dein Wissen zu testen. Los geht's. Und versuche nicht zu schummeln. Oh, lass mal sehen. Das ist ganz einfach. Hey, was ist die erste Antwort? Okay, ich schaue einfach selbst nach. Das Wichtigste ist, schlau zu sein. Und da bin ich der Beste. Komm schon, nur noch ein bisschen mehr. Lass mich in Ruhe. Es hat nicht geklappt. Kannst du helfen? Ich weiß es selbst nicht. Warte. Ja, ich habe sie gefangen. Genug. Autsch. Und sie ist stark. Wow. Oh, die Zeit ist fast um. Gib deine Papiere ab. Bitte, Sir. Aha, richtig. Ein hervorragendes Ergebnis. Juhu, meine erste Eins. Gib's mir, Deadpool. Ich will nicht. So funktioniert das nicht. Und du? Nimm es. Was ist los mit dir? Sieht so aus, als wärst du der Einzige, der den Test bestanden hat. Und hier ist die Belohnung. Superheldenarmbänder für Meerjungfrauen. Cap, du bist der Beste. Dienen und beschützen. Das ist richtig. Was kommt als nächstes? Ich habe die Armschienen. Hey, was ist das für ein Geräusch? Dynamit? Aber woher kommt es? Hey, du steckst in Schwierigkeiten, Meerjungfrau. Nein. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Aber genau das wollte ich. Autsch. So schwer. Kann ich helfen? Bitte. Oh, du hast mich schon wieder gerettet. Super, Junge. Ist das nicht zu schwer? Das ist urkomisch. Oh nein, ich wurde zerquetscht. Keine Sorge, ich bin hier. Oh,
Ich kann es nicht bewegen. Leute, bitte helft mit. Like dieses Video und gemeinsam werden wir Superboy befreien. Lass mich einfach hier. Nein, nein. Leute, beeilt euch. Chum Chum Chick. Danke. Du bist mein Retter. Oh oh, jemand braucht mich. Auf Wiedersehen. Wow, er ist so cool. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich muss das nächste Teil für den Anzug suchen. Der Kompass zeigt in diese Richtung. Nochmals willkommen. Vorsicht mit deinem Kopf. Du wirst viele Herausforderungen haben. Und der Schwanz der Meerjungfrau wird deine Belohnung sein. Und nun zur Aufgabe. Es ist ein Hindernislauf. Dein Preis ist am anderen Ende. Wow. Ich werde ihn bekommen. Dann mach weiter. Sieht sehr gefährlich aus. Ich will gesund und munter ankommen. Autsch. Das ist erst der Anfang. Lasst uns noch ein bisschen mehr Würze reinbringen. Was ist das? Hey, das war nicht der Deal. Zu rauchig. Sieht zu einfach aus. Der Hardcore-Schwierigkeitsgrad. Mach dich bereit. Chum-Chick. Das ist ein bisschen zu viel, oder? Huggy, geh weg. Sonst wird es noch schlimmer. Oh nein. Der Schwanz wird mir gehören. Ich bin bereit, alles dafür zu tun. Lass es uns ausprobieren. Du kannst mir keine Angst machen. Das machst du gut. Toll. Du hast es geschafft. Wer würde das bezweifeln? Der Schwanz gehört mir, oder? Klar. Und er steht dir. Natürlich. Mein Look ist komplett. Es ist zu früh, um sich zu entspannen. Los, ich werde weitermachen. Das Ziel ist es, ein Kind aus einem Feuer zu retten. Meinst du schaffst das? Sir, ja, Sir. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Mach dich bereit für die Aufgabe. Was? Geschafft. Rette mein Kind. Jeden. Er ist doch nur ein Baby. Oh nein, ich fange ihn ein. Oh, ein toller Schachzug. Ja, bist du okay? Jetzt ist alles gut. Gut gemacht. Du bist der Nächste. Was für ein Albtraum. Bist du sicher? Hab keine Angst, du kannst es schaffen. Da bin ich mir nicht so sicher. Es reicht. Du weißt, was zu tun ist. Mein Baby. Nein. Ich komme. Ja, es war gefährlich. Wow, eine tolle Reaktion. Du hast den Test bestanden. Mach weiter so. Toll. Baby, bist du okay? Warte, mein Walkie-Talkie. Code Rot, wir brauchen Verstärkung. Sofort. Ich muss auf eine Mission gehen. Zeig es ihnen allen. Chum Chum Chick. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Armselige Leute. Holt es euch. Oh, beeilt euch, wir stehen unter Beschuss. Nicht doch. Goldene Ringe, wer ist das? Stell dich mir nicht in den Weg. Was? Schatz. Ganz ruhig, Kumpel. Wie halten wir ihn auf? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht verstecken. Die Schutzweste soll schützen. Gib mir Deckung. Oh, du Schurke. Ich werde nicht zulassen, dass du so weitermachst. Versuch, mich aufzuhalten. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Was? Der Akku ist leer? Was für ein schlechtes Timing. Es ist an der Zeit, die Rechnungen zu bezahlen. Warte, ich werde es selbst tun. Es ist genial. Du hast ihn getroffen, ohne ihn zu schlagen. Autsch, es tut weh. Kampf ohne Berührung. Danke, du hast mir sehr geholfen. Und hier ist deine Schutzweste. Hier treffen wir uns wieder. Das steht mir. Danke, Officer. Glaubst du, das wird dich retten? Du bist so naiv. Einfach wunderbar. Ohne ihre Anzüge werden sie keinen Ärger machen, oder? Die Sahne ist ausgezeichnet. Harley, was machst du denn hier? Nenn mich Captain Harley. Fang es. Ah, Schild, wie konntest du nur? Gib es zurück. Ciao, ciao. Das schnapp ich mir auf. Ich habe jetzt die Macht der drei. Sie ist entkommen. Ich muss die Meerjungfrau anrufen. Sie wird dir bestimmt helfen. Schneller ins Klassenzimmer. Oh, oh. Ich bin schon da. Oh nein. Harley? Wuhu. Das wird die Schlacht des Jahrhunderts. Versuch, mich aufzuhalten. Meerjungfrau. Zu langsam. So kannst du mich nicht besiegen. Ich kümmere mich um dich. Versuch, mich zuerst zu fangen. Oh, du hast nicht aufgegeben? Hol es. Das klappt nicht. Oh nein, meine Armschienen. Das verzeih ich dir nicht. Hey, Loser. Ich kann dich nicht hören. Du Schurke, beweg dich nicht. Nicht das. Ich habe auf dich gewartet.
Warum hast du so lange gebraucht? Das Spiel ist vorbei und kein Anzug wird dir helfen. Du bist zu selbstbewusst. Ich bin dran. Wo ist sie? Hier. Oder hier. Stopp. Zwing mich. Sie ist so schnell. Es reicht. Ich werde sie nicht mit dem Schwanz fangen. Oh nein, beweg dich nicht. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Das war's. Wir haben gespielt und jetzt ist Schluss. Autsch. Eine dreckige Bewegung. Und wer bist du ohne deinen Anzug? Oh, stopp. Lass los. Jetzt wirst du niemandem mehr wehtun. Pass auf sie auf. Captain, tolle Arbeit. Komm her. Du verdienst eine Beförderung. Officer Meerjungfrau. Es ist mir eine große Ehre, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Oh, Marshall, wir haben eine neue Herausforderung. Ich kümmere mich darum. Es ist furchtbar. Wie willst du damit wegschwimmen? Hör auf, ihn zu verhöhnen. Das hättest du wohl gerne. Komm zurück zu Mama. Ich verstehe es nicht. Er steckt fest, oder was? Na, na, na. Beleidigen wir die Meeresbewohner? Jetzt reicht es aber. Du, weißt du, was mit dir passieren wird? Du wirst meine Trophäe werden. Ah, nicht. Es ist eine Falle. Sie hat mich gefangen. So schön erwischt zu werden, was? Jetzt fühle dich wie die kleine Krake. Eine Strafe für Mobbing. Das ist ja furchtbar. Sag danke. Oh, Betty, lass mich dir danken. Danke, Kumpel. Wow, ein tolles Schloss. Da kommt der ganze Lärm her. Ich glaube, das wird unseren coolen Offizier aufhalten. Was ist das? Oh, wow, warum ist es hier? Sieht harmlos aus. Ich werde hineingesaugt. Lass mich los. Oh, du bist so ein Fiesling. Lass mich nur an dich ran. Aua. Hey Leute, bitte like dieses Video, um mich zu retten. Ich schaffe das nicht allein. Wow, ihr seid so toll. Nur noch ein bisschen mehr. Und? Klickt noch ein bisschen mehr. Nur noch ein paar Likes. Ja, ihr habt es geschafft. Danke. Erster Sprung. Wir sind ein super Team. Und du, Muschel, kommst mit mir. Ich habe es gerade noch geschafft. Oh, hier wird's gemütlich. Was? Warum ist hier dieser Müll? Hör auf, den Ozean zu verschmutzen. Okay, das geht auch ins Recycling. Vielleicht gibt es hier etwas Wertvolles. Stopp. Das ist alles zu viel, Huggy. Mach dich bereit. Du wirst deine gesamte Haftzeit über Müll sammeln. Ach, wirklich? Okay. Du willst angreifen? Versuch's jetzt, mutiger Kerl. Sei still, oder? Ich hab's kapiert. Ich tu's nie wieder. Guter Junge. Folge mir. Aua, das tut weh. Sei still. Es ist Zeit, dass du ins Gefängnis kommst. Hey, was? Ich habe alles aufgeräumt. Gut gemacht, jetzt brauchst du Zeit, um über dein Verhalten nachzudenken. Müllliebhaber. Das Geschenk der Krake war sehr nützlich. Und versuch nicht zu fliehen. Was für ein Tag. Ich bin so müde. Warte, das ist keine gute Zeit zum Schlafen. Definitiv nicht vor einem Gefangenen. So ist es besser. Ich beobachte dich. Oh, es ist verdächtig still hier. Hey Thing, hallo, hilf mir bitte. Okay, ich habe die Schlüssel, ich komme. Und wie bist du dorthin gekommen? Danke, Thing. Diese Meerjungfrau ist verrückt. Oh, ich dachte, ich sitze hier für immer fest. Okay, Zeit zu verschwinden. Lass uns gehen. Sei einfach still. Was machst du denn da? Ich bin ein Krimineller. Ich bin ein Verbrecher. Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Das ist Gold. Danke für das Souvenir, Officer Betty. Gern geschehen, Thing. Was? Du kannst die Kette haben. Sie steht dir. Nein, Thing! Ups! Du warst spazieren und das reicht. Ich war so nah dran. Puh, da braucht jemand meine Hilfe. Bitte komm, schneller! Los! Oh ja, gefällt dir das Fisch? Eine Schallwelle. Oh nein, hör auf! Ursula? Nicht schon wieder! Hör auf, oder du bekommst es mit mir zu tun. Herausforderung angenommen, Betty. Bist du sicher? Oh ja! Hier ist ein Geschenk für dich.
Das kann ich auch. Deine Blase ist viel schlimmer als meine. Mach's gut. Das ist unmöglich. Hey, lass mich hier raus. Es ist vollbracht. Das ist so gemein. Okay, du hast gewonnen. Aber das ist noch nicht das Ende. Hey, der Dreizack ist kein Spielzeug. Ist das klar? Okay, ich gebe auf. So ist es besser. Bleib stehen. Danke, Betty. Du hast mich gerettet. Darf ich dich belohnen? Was? Eine Belohnung? Ah, oh, da ist sie. Gefällt sie dir? Dann schon, Trick. Hey, was ist hier los? So viele Fische? Interessant. Pass auf dich auf, Meerjungfrau. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht umziehen. Hast du zugehört? Das ist jetzt dein neues Zuhause, Ursula. Sie hat es nicht bemerkt. Ich glaube nicht, dass ich lange hier sein werde. Was ist das? Halt! Ursula, lass mich nicht nochmal raten. Hör auf, herumzualbern. Autsch! Lass uns mit der Arbeitstherapie beginnen. Ich warte auf eine Stehlampe von dir. Was? Ich muss das hier überleben, aber wie? Ich muss einen Weg finden. Zuerst werde ich Modelliermasse ausrollen. Toll, ist das also eine Schablone? Chum-Chick! Viel besser. Befestige die Zeichnung und schneide sie aus. Sieht gut aus. Hm, das ist komisch, aber es wird reichen. Jetzt müssen wir die Schuppen formen. Hm, lass sie uns rosa anmalen. Was für ein Geruch. Wow, es hat geklappt. Hallo, Süßer. Und jetzt Chum-Chick. Voila, die Stehlampe ist fertig. Perfekt. Aus der Nähe ist es noch schöner. Was für eine Textur und dieser Schimmer. Ist es Betty? Ich glaube, es ist Zeit für ein Date. Eggman? Was machst du hier? Was brauchst du? Das Baby und ich vermissen dich. Er will dich so gerne sehen. Böser Oktopus? Warte auf mich. Oh, Ursula. Hey, ich warne dich. Nein, 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 Officer. Was für ein Lügner. Meine Königin. Warum? Kannst du die Lautstärke runterdrehen? Hm, so schnell. Okay, die Zeit ist um. Raus hier. Herzlos. Viel Glück, Ursula. Okay. Danke, Officer. Ich muss jetzt gehen. Sie sind komisch. Das scheint meine Chance zu sein. Na und, Otto? Bist du bereit? Wir haben sie getäuscht. Jetzt lass uns zur zweiten Phase übergehen. Verstanden? Ja. Oh, ich habe ihn gefangen. Was ist das denn? So einen Fang lasse ich mir nicht entgehen. Aber damit kann ich ihn nicht fangen. So ist es besser. Und hier ist er. Hey, fang mich, wenn du kannst. Du kannst nicht vor mir weglaufen. Oh ja, es hat geklappt. Mein Fahrstuhl in die Freiheit. Oh. Hey, was ist das? Die Flucht? Ciao, ciao. Du kannst nicht weglaufen. Wo ist sie? Es ist die falsche. Halt, ich werde das nicht so stehen lassen. Ah, Ursula. Hm. Bitte rette mich. Es ist meine Verantwortung. Der Prinz braucht mich. Das Signal kam von hier. Oh nein, hier ist er. Mach auf. Prinz, geht's dir gut? Hab Geduld. Die Hilfe ist da. So schwer. Wie ist das passiert? Ich muss nachsehen. Ich kann den Herzschlag nicht hören. Okay, Zeit für ernsthafte Maßnahmen. Mach schon. Oh, es hat nicht geholfen. Was? Danke, Betty. Du bist ein Wunder. Was für ein hübscher Kerl. Kann ich ein Foto machen? Natürlich. Ich bin bereit. Ich auch. Hey, vielleicht kannst du posieren? Etwas Heldenhaftes. Ich bin schüchtern. Nimm das. Oh ja, das ist perfekt. Puh, tschüss. Hey, wo willst du denn hin? Oh. Ist dieser Ring für mich? Wir sind also verlobt? Oh. Ich warte darauf, dass wir uns treffen. Wow. Ah, ich werde ihn für immer in Ehren halten. Wo ist der Dreizack? Chum-Chick. Der Garten unserer Liebe wird nie verwelken. Du bist für immer in meinem Herzen. Wann sehen wir uns wieder? Oh, ich habe eine Idee. Okay, das ist der richtige Ort. Oh, schöne Outfits. Aber ich brauche ein besonderes. Das hier sieht gut aus.
Ich glaube, es wird ihm gefallen. Das reicht. Ich komme schon, Schatz. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Warte, was ist das für ein Geräusch? Hast du mich vermisst? Oh nein, nicht Ursula. Du kommst nicht raus. Wie hat sie das gemacht? Ich bin in Gefahr. Wo versteckst du dich, Betty? Die Laser werden dich finden. Die Waffe ist überhitzt. Es ist heiß. Endlich. Ich denke, ich bin an der Reihe zu handeln. Zeit, sich abzukühlen. Hier ist es. Oh nein. So mag ich dich lieber. So soll es sein. Ich werde dir kein Bußgeld für Vermählung geben. Es ist in der Tasche. Ist meine Frisur in Ordnung? Ich muss perfekt aussehen, wenn mein Prinz mich sieht. Habt ihr geöffnet? Wow, du siehst toll aus. So schön. Danke, du siehst auch gut aus. Das ist für dich. So süß. Warte mal. Das Kind ist in Gefahr. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Warte auf mich. Ich werde zurückkommen. Versprochen. Oh, Betty. Hör auf damit. Was ist hier los? Wow. Hallo, Baby. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich möchte dir das Haus deiner Träume schenken. Cool. Ich bin dabei. Dann folge mir, Baby. Unser Unterwasserkönigreich ist der beste Ort zum Bauen. Schau einfach mal. Schon schick. Wir können anfangen zu bauen. Halt dich fest. Ich werde mein eigenes Schloss haben. Es wird das schönste Haus im Ozean sein. Puh, und das ist gar nicht so einfach. Okay, ich hab's geschafft. Oh, hast du deine Hände statt der Wände gestrichen? Such dir einen Platz, wo du dein Gesicht waschen kannst und ich helfe dir. Lass uns die Farbe trocknen. Hey, ich glaube, ich habe es übertrieben. Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir den Rahmen zusammenbauen. Fertig. Wie geht es weiter? Ich glaube, es ist Zeit, mit den Türmen weiterzumachen. Perfekt. Lasst uns die Materialien vorbereiten. Kann ich helfen? Natürlich, Baby. Jetzt mach schon. Und sei vorsichtig mit deinen Fingern. Was ist besser? Ich probiere das. Okay, ich habe ihre Talente überschätzt. Und hier sind die Türme. Wow, wann hast du das alles gemacht? Okay, ich nehme meine Worte zurück. Hey, stell dich nicht unter den Pfeil. Tschum-tschick. Bereit. Was ist mit der Dekoration? Ich will nicht, dass du fällst. Ich bin ja da. Kannst du mir die Muschel geben? Was? Ich komme nicht an dich ran. Dumme Muschel. Ist jemand lebensmüde? Willst du kämpfen? Hey, was machst du da? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Lass mich in Ruhe. Vielleicht möchtest du ein paar Leckereien? Damit musstest du anfangen. Lecker. Oh, ja. Eine Delikatesse. Jetzt sind wir Freunde. Was habe ich vergessen? Hey, bekommst du es oder nicht? Mein Schwanz ist taub geworden. Wir wollen die Türme schmücken. Oh, ich hab's. Ich habe etwas viel Interessanteres. Hey, Meerjungfrau, fang es. Wow, genau das, was wir brauchen. Lass uns die Länge bekommen, die wir wollen. Und natürlich die Muscheln. Wir sind ein super Team. Sie ist mitten an ihrem Geburtstag verschwunden. Ich habe jede Ecke durchsucht. Okay, Mem, ich werde sie finden. Eine Menge Kinder sind an einem Tag verschwunden. Und wofür werden sie überhaupt bezahlt? Warte mal, sieht aus, als wäre sie es. Öffne die Zelle. Das ist sie. Mach auf. Komm rein. Baby? Wen nennst du hier Baby? Es ist nicht schlecht. Baby, komm zu mir. Wie wär's mit ein paar Fenstern? Ja, wir brauchen die Fenster. Okay, dann können wir den Rahmen ausschneiden. Darf ich? Woo! Das ist so cool. Und einfach. Das Wichtigste ist, sich nicht zu verbrennen und an den Konturen entlang zu gehen. Ich mache das toll. Fertig. Einfach perfekt. Jetzt lass uns malen. In meinem Königreich werden wir Bullaugen haben, wie in einem U-Boot. Ich bin ein geborener Baumeister. Wow, so schön. Kann ich bei der Dekoration helfen? Okay, ich bin auch dabei. Jetzt wird dein Fenster wie eine Rettungsleine aussehen. Das ist so cool. Wollen wir es ausprobieren? Genau das, was wir brauchen.
Ich mag es wirklich. Hallo. Und hier sind die Vorhänge. Haben wir etwas vergessen? Da ist noch ein Fenster frei. Hey, brauchst du Hilfe? Besonders, weil ich so hungrig bin. Das haben wir wirklich gebraucht. Vielleicht solltest du eine Säge benutzen. Interessant. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Meint er das ernst? Was für ein cooler Helfer. Hey, Krabbe, mach das Werkzeug nicht kaputt. Der Profi macht den Job. Ja, das ist besser. Tadam! Halt dich fest. Wow, das ist mächtig. Oh, sei vorsichtig, es gehört meinem Vater. Toll, und der Dreizack ist sicher und gesund.